Eucharistie und Heilige Messe. 27. Was sagt die Bibel selber dazu? Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Es steht hier nicht, dass dies nur ein Symbol sei, ein Hinweis oder etwas Ähnliches. Es steht ganz klar, es ist so. Wenn man Jesu Handeln betrachtet, hat er kein Wunder nur symbolhaft gewirkt, sondern stets reell. Alle Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen, Brotvermehrungen, Totenerweckungen waren alle real. Es ist so. Die Kranken waren gesund, die Besessenen befreit, die Hungernden satt und die Toten lebendig. Es war nie Symbol. Doch ausgerechnet bei der innigsten, intimsten und selbstaufgebendsten Handlung Jesu soll es dann plötzlich nur symbolisch sein. Da stellt sich die Frage: Wer hat ein Interesse daran, ausgerechnet dieses Wunder nur als Symbol zu sehen? Sind es die Katholiken? Sind es die Reformierten? Sind es die Evangelikalen? Sind es die Orthodoxen? Oder ist diese Frage schon falsch? Vielleicht müsste man fragen: Wem macht die Gegenwart Jesu in Fleisch und Blut am meisten Angst? Den Katholiken? Kaum, sie glauben ja daran. Ebenso die Orthodoxen. Haben die Protestanten oder Evangelikalen Angst vor der Gegenwart Jesu in Fleisch und Blut? Kaum, denn sie lieben doch niemanden so wie Jesus. Fragen wir noch einmal anders: Wer hat am meisten davon, wenn Jesus nicht mehr mit Leib und Blut auf der Erde gegenwärtig ist? Von den bislang genannten hat niemand etwas davon. Es gibt nur einen, der triumphiert, wenn Jesus nicht in Leib und Blut gegenwärtig ist, sein, ja unser aller Widersacher, Satan. Wer sich daher genau an diesem Punkt der Schrift in Wortklauberei versteigt, macht sich somit zum unfreiwilligen Helfer des Widersachers Jesu, Gegenwart in Fleisch und Blut auf Erden. Es müsste jedem klar sein, dass Jesus nicht mehr bis zum Ende der Tage als Mensch hier auf Erden wandeln wird. Er kehrt zurück am Ende der Tage auf den Wolken des Himmels. Doch er lässt uns nicht als Waisen zurück. Er gab uns den Beistand und seine Gegenwart in der Gestalt von Brot und Wein als sein Leib und Blut. Jesus geht sogar noch weiter, denn er sagt, dass wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, in ihm bleibt und er in ihm. 28. Aber warum gerade Brot und Wein? Warum nicht ein Stück Lammfleisch oder Apfelwein? Christus kam nicht, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Er erfüllte auch hier die Vorgaben des Alten Testaments von Abraham, Melchisedek und Jesaja. Die ersten Christen hielten sich strikt daran und änderten nichts daran. Sie diskutierten auch nicht darüber. Für die ersten Christen waren der Sabbat und die Sonntagsmesse auch kein Widerspruch. Am Sabbat ruhte Gott. Auch Jesus ruhte im Grab. Und am Sonntag
erstand Jesus von den Toten. In der Eucharistie wird nicht der Tod oder die Grabesruhe gefeiert, sondern dessen Überwindung, die Auferstehung. Die Eucharistie ist auch nicht etwas, das alle paar Wochen oder Monate mal gefeiert werden soll. Sie ist das Zentrale der christlichen Gemeinde, der Kirche.